Hallo, Vierbeiner, Zweibeiner und zu kurz geratene. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, was kann man bei Preisausschreiben gewinnen? Hm? Hast du schon mal was gewonnen? Jo. Was denn? Eine Räumerdecke, eine Rotlichtlampe, Gummibärchen. Ah, und ich habe schon mal hier dieses Buch Matthias und das Eichhörnchen gewonnen. Aber das war auch das Einzige, was ich gewonnen habe. Aber auf der Straße, da habe ich Leonie Löwenherz kennengelernt und als Freundin gewonnen. Ja, und welche Probleme sie jetzt im Augenblick gerade wieder bewältigen muss, das können wir uns jetzt mal anschauen. Bei Professor Lehmann im Haus, mit Dina, naja, und mit Leonie. Bitte! Leonie! Doch die Leonie war noch keine da. Sie kam aus der Steppe von Afrika. Kaum wurde ihre Fähigkeit zu sprechen entdeckt, hat man sie und ihre Brüder in eine Kiste gesteckt. Sie opferte sich, verhalf den Brüdern zur Flucht. Sie blieb gefangen und die Brüder werden gesucht. Marathonlauf machen. Au. Ei, ei, was der Besuch einer Jugendliebe so alles bewirkt. Ja, ja. Aber wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Oder mindestens eine Pause machen. Hosenscheiße. War was? Ach, du dummer Beo. Wäre ich doch so doof wie du. Bist du doch? Dann wäre ich hier auch zufrieden. Hey, hast du Probleme? Vielleicht sind Lambert und Ludwig ja schon wieder in Afrika. Ja, ja, ganz bestimmt. Siehst du, ich wusste es. Ich würde gern mal wieder in so ein richtig gutes Sandloch springen und mich von Lambert kratzen lassen. Ja, ja. Oder mein Fleisch selber fangen. Ruhig, Blut, mein Freund, dir tue ich nichts. Na, hoffentlich. Glaubst du, dass Lambert und Ludwig wirklich in Afrika sind? Afrika? Sag doch! Leonie, lass den Beo in Ruhe. Ruhe! Meine Brüder sind in Afrika. Ach, seit wann denn und woher weißt du das? Na, von mir! Der Beo weiß es. Hahaha, der Beo! Ohoho. Warum hast du mir das nicht gesagt, hä? Ich verstehe dich ja, Laurenz. Das ist wirklich ein netter Zug von dir, dass du mich hier behalten willst.
aber da bist du schief gewickelt. Ich bleib nicht für immer hier. Tschüss. Leonie, was willst du eigentlich? Du hast es doch wunderbar hier. Du kriegst zu fressen, du hast sogar dein eigenes Stück Privatsteppe. Ja. Und hier gibt es keine Hyänen, die dein Fleisch rauben. Aber bitte, Löwenherzchen, wenn du unbedingt willst, fahren wir halt nach Afrika. Was? Die Serengeti ist zwar längst nicht mehr das, was sie mal war, doch dein Wunsch sei mir Befehl. Lauren. Wie es der Zufall will, versucht hier gerade jemand, uns eine solche Reise aufzuschwatzen. Sogar kostenlos. Wow. Auch der Schlüssel für den Geländewagen klebt dran. Boah, du meinst das ganz ehrlich? Wir können wirklich mit dem Wagen nach Afrika fahren? Wenn wir mal glauben, was hier steht. Flug, Auto, Hotel. Yippie. Alles inklusive. Juhu! Hotel könnte sich an den Hut stecken. Du kannst in meiner Steppenhöhle schlafen. Tina! Der Chef will sie. Schatz! Wenn das mal gut geht! Juhu! Yippie! Tina! Ja? Ich komm wieder heim! Was? Ich hab eine Reise geschenkt bekommen. Nach Afrika! Hat der Lehmann dir das erzählt? Oder kannst du neuerdings selber lesen? Hä? Aber da ist doch der Schlüssel für das Auto. Und eine Losnummer. Chance 1 in 20 Millionen, Leonie. Was? Das ist eine Lotterie. Natürlich kann man gewinnen. Aber wir haben noch nicht gewonnen. Dazu muss man erstmal einen Staubsauger kaufen. Ich klär das. Lehmann! Moment. Ja, mach mal. Ich geh der Sache auf den Grund. Frechheit. Frechheit! Diese Sesselfurzer vom Finanzamt. Und auch gleich als Mahnung. Ich weiß genau, dass ich bezahlt habe. Nichts als unnötige Arbeit. Als ob ich jemals einen Steuertermin vergessen hätte. Nein, du vergisst doch alles. Du wärst nicht hektisch. Stadtwerke, Telefon, Autosteuer. Die haben es halt alle auf mich abgesehen. Ja, ja, du bist blutend. Tina sagt, das stimmt alles nicht. Das hältst du im Kopf nicht aus. Hä? Wer spinnt denn hier, dir oder ich? Ich hab doch bezahlt, verdammt nochmal. Mit Schüttelchecks. Du bist wirklich lieb, ein echter Freund. Küsschen. So was gibt's nicht häufig. Du hast recht, ich hab Schnupfen. Beo, ich geh nach Afrika zurück. Ja, ja, geh mal hoch. Denen werd ich was erzählen. Wo hab ich denn... Ich werd's denen... höchstpersönlich zeigen. Ja, ja, Chef. Zeig sie mal, was der Haken ist. Hey, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Versuch's mal mit einer Lupe, hey. Hey. Hey, lass mich im Buch. Beo, Schnepfe. Selber Schnepfe. Hättest du nicht gedacht, dass Tina, du die Suche wieder loswerden würdest, ich hä? Bin für eine halbe Stunde weg. Was willst du noch? Hey, du! Na? Soll ich dir was verraten? Na los! Ah, der Lorenz ist ein echt toller Freund. Absolute Spitze. Spitze? Der tut nur so, als hätte er die Reise geschenkt gekriegt. Mhm. Ist der nicht affenscharf? Oberaffenscharf! Er hat die Reise gekauft. Extra für mich. Und tut so, als wäre sie geschenkt. Und die Tina soll mir einreden, dass das nicht klappt. Das hat er sich so gedacht, der Lorenz. Schlawiner. Das klappt doch nie. Was? Du bist nur neidisch, bist du. Bin ich nicht. Haustür. Oh. Haustür. Wer kommt? Sag ich doch. So ein abgedrehter Flugparty. Tina, es hat geklingelt. Bleib hier, Leon. Ich ruf dich, wenn du wieder raus kannst. Ja, ja, schon gut. So, mal sehen, was da drin ist. Entwarnung, es ist Wladimir. Das nützt mir jetzt auch nicht. Hallo. Na du? Na? Komm her. Du? Ich hatte gerade Mittagspause und da dachte ich, schaust mal schnell bei der Tina vorbei. Du passt immer besser zu Leonie. Zieh doch die Jacke aus. Ja.
Ist die Luft rein? Ja, der Lehmann ist gerade für eine Weile weg. Gut. Scheibenkleister! Kein Wunder, dass die alle so schleimig sind, wenn die alle so Zeug fressen. So. Oh. Mit meiner Lohnerhöhung, da können wir uns endlich eine größere Wohnung leisten. Wozu denn? Na, für die Kinder, mein Schatz. Was für Kinder? Ja, wenn ich dich erstmal heirate, dann willst du doch bestimmt ein nettes Mädchen haben mit dem Namen Martina Henriette und einen netten Jungen, der Wladimir heißt. Und einen, der Boris heißt, wie mein Vater. Und eine Alexandra, wie meine Mutter. Du hast aber eine große Verwandtschaft. Ja, klar. Ah, ich finde, Kinder sind einfach das Schönste auf der Welt. Hilfe! Oh! Hilfe! Der Löwe hat Mist gebaut! Ich krieg den Scheibenkleister nicht vom Kopf. Hilfe! Sag mal, Leonie, kann man dich denn keine 5 Minuten alleine lassen? Auf! Mensch, und tu ich doch nicht weh! Das sind die richtigen Erziehungsmaßnahmen. Steh doch mal still! Oh. Mein Gott, wie kann man nur so gewalttätig sein? Mal. Wie siehst du denn aus? Weißt du, Vladi, deine Mähne wird von Woche zu Woche schöner. Ach, ja? Leonie, spar dir das. Ich spanne ihn dir schon nicht aus. Ich war sowieso zurück nach Afrika. Ach ja? Wie das denn? Lorenz hat eine Reise gekauft. Hör zu, Leonie, das war doch nur ein Witz mit dem Prospekt, weißt du doch. Nein, das ist alles ganz klar. Er traut sich nur nicht, mit mir darüber zu sprechen. Er muss erst noch zum Finanzamt und denen sagen, dass er die Reise auch wirklich bezahlt hat. Dann ist alles paletti. Die wollen ihm das nämlich nicht glauben. Wollen sie ihm nicht. Sag mal, wovon redet das Tier? Ach was, ich zeig's euch. Moment. Da war so eine Werbung. Der Lehmann hat sich wohl einen Spaß mit ihr erlaubt. Hör zu, Vladi, ich muss jetzt leider gehen. Der ganze Kram hier ist noch nicht fertig und ich muss noch zur Uni. Jetzt schon? Ja, unbedingt. Tut mir leid. Ah. Dabei war es so schön! Schon wieder das Monster! Erst verbuddeln und dann wieder ausgraben. Typisch blöder Löwe. Mein Fahrschein nach Afrika. Schön sauber und glatt. Tina, wo ist Wladimir? Weg. Wieso? Weil ich keine Zeit für ihn habe. Mann! Ich muss hier deinen ganzen Dreck wegmachen. Du hast den Teig gemacht, nicht ich. Gehst du bitte aus der Küche? Ich muss hier den Boden wischen. Gesteh endlich, spuck's aus! Das mit... Oh Mann! Das mit der Reise stimmt. Ich weiß alles. Du tust nur so, als ob's nicht stimmt. Liebe Leonie, ich hab dich wirklich gern. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn du mal für 14 Tage nach Afrika abdüsen würdest. Warum soll ich dich also anlügen? Weil Laurenz dich bezahlt. Löwenherzchen, ich erkläre dir jetzt mal, was ein Werbeprospekt ist, ja? Und dann erkläre ich dir auch, was ein Finanzamt ist. Hm? Das hat nämlich überhaupt nichts mit Werbeprospekten und erst recht nichts mit Reisen zu tun. Werbeprospekt und Finanzamt kannst du mir gern erklären. Aber Reisen? Niemals. Wir Tiere wissen nämlich, was es heißt, unterwegs zu sein. Thank you.
mit dir los, du Memme? Lügner. Betrüger. Hyänenstinker. Wer, ich? Halt bloß die Klappe. Halt selbst die Klappe. Heulsuse. Elende. Fertig. Ich gehe dann jetzt. Kann ich dich auch wirklich allein lassen? Ja, geh doch. Na prima. Du machst also keine Dummheiten? Ja. Dir geht's auch gut? Nein. Okay, dann bis morgen. Nein, wieso nein? Geht's dir nicht gut? Ja. Och Mann, der Chef kommt ja gleich. Ich muss jetzt wirklich los. Also tschüss, bis morgen. Ja, lass mich nur allein. Zeig's dir, Laurenz. Vertraue nie einem Mann. Aufs Finanzamt gehen und tun, als hätte er die Reise bezahlt. Ich bin die Letzte, die hier festgehalten wird und meine Brüder sind längst zu Hause. In Afrika. In Afrika. Der soll mich so satt kriegen, dass er mich wieder nach Hause bringt. Pass auf. Tu ich. Ich brauche einen Eimer, eine Bananenschale, einen dicken Wackerstein, die Kompostkiste, die Klobürste, den Staubsauger und mich. Nein, nicht dich. Aber sein neues Tonbandgerät. Das ist eine gute Idee. Jetzt ist sie total plemplem. Unmöglich. Das ist ein Dekorationsteil und sowas wird grundsätzlich nicht verkauft. Hören Sie, ich zahle Ihnen dafür, was Sie wollen. Zumindest fast, was Sie wollen. Ich muss dieses Ding haben. Der Affe ist unverkäuflich. Tut mir leid. Hallo? Wo finde ich Ihren Filialleiter? Ja, das ist eine prima Falle. Prima. Eimer, der Bananenschale, der Kompostkiste, der Klobürste, der Staubsauger. Ja, der wird sich vielleicht wundern. Der arme Chef! Du wirst gleich sehen, was passiert. Na, der bringt mich freiwillig nach Hause. Abwarten! Leonie! Du bist ganz allein! Löwenherzchen! Hat dir das gefallen? Wann bringst du mich nach Afrika zurück? Nicht jetzt. Was ist denn das für ein Affenquatsch? Ich wollte dir ein Stück Afrika schenken und du? Du willst mich umbringen, oder was? Was bildest du dir eigentlich ein, meine Wohnung zu ramponieren und mich umdrehen? Was ist los?
Wann bringst du mich nach Afrika zurück? Aber Schätzchen, wir haben uns doch so gut aneinander gewöhnt. Was hast du nur jetzt? Herrgott, erst staucht mich der Sachbearbeiter auf dem Finanzamt zusammen, zerpflückt alle meine Argumente und dann hier diese Art Empfang, als hätte ich sonst was verbrochen. Sag ihr, sie soll an unseren Vertrag denken. Ich rede nicht mit Affen. Affen reden mit Affen. Sag ihr, ich habe meine Forschungsarbeit noch nicht beendet. Dann erforscht doch den da. Sag ihr, ich will nach Afrika zurück. Leonie. Was habe ich gesagt? Mit Preisausschreiben kann es nicht gut gehen. Nee, auf keinen Fall. Und dass sie dann nach Afrika kommt, das glaube ich auch nicht. Wie soll das denn gehen? Und den Schlüssel vom Geländewagen? Ich glaube mich tot. Ich meine, ich finde unter den Brücken auch manchmal irgendwelche Schlüssel. Aber nie einen Geländewagen dazu. Sag mal, und was machst du jetzt eigentlich mit deiner Pferdedecke oder was war das? Rheumadecke. Rheumadecke. Abgefackelt. Wie? Abgefackelt. Also verbrannt? Genau. Furchtbar. Durch die Hitze in Afrika oder wodurch? Nö, brauchte Kaminanzünder. Ja, Leute, also bevor hier noch mehr solche Details zum Vorschein kommen, von wegen Preisausschreiben und deren Preise und wo sie da geblieben sind, gehen wir lieber Lotto spielen. Nein, sage ich tschüss, euer Howie mit Leonie Löwenherz zu Gast bei Spencer TV und Kalle. Ach so, und übrigens nicht vergessen, ihr wisst doch, bitte Abo und Daumen hoch. Ja, danke. Tschüss. Howie? Ja? Hast du schon mal Lotto gespielt? Nee. Nein? Nein. Schade, sonst hättest du eine Erfahrung gemacht. Ja. Du meinst, wieder Geld an die Wand geklatscht. Genau. Aber wir unter den Brücken, wir haben doch sowieso keins. Jedenfalls meistens nicht. Außer wir haben was gefunden. Gehst du jetzt Lotto spielen oder warum gehst du jetzt hier weg? Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Leute.